wollte Kathi das Zepter bringen, aber er war nicht zu Hause. Die Hamariten haben ihn verhaftet. Offenbar stört sein Gewerbe den Orden. Dann wird ihn auch meines missfallen. Hoffentlich komme ich ihnen nicht unter die Augen, wenn ich Kathi aus dem Gefängnis befreie. Denn genau das habe ich vor. Sie halten Kathi in einem Bergwerk gefangen, das in einen Steinbruch getrieben wurde. Der Steinbruch ist geflutet, aber die Hamariten nutzen die am höchsten gelegenen Stollen noch. Sie haben einen Teil der Anlage zur Strafanstalt umgebaut. Für jene, die ihren Glaubenssätzen zuwiderhandeln. Ein Kollege, der dort eingesessen hat, gab mir einen Lageplan. Ziemlich schwierig, den Haupteingang zu benutzen, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Das Bergwerk öffnet sich zu einem Hügel südlich des Steinbruchs hin. Ich werde hinunterspringen und mich zum Gefängnis voranarbeiten, das irgendwo im Norden am Berghang liegen soll. Die Hamariten meiden die tieferen Stollen, weil es dort unten angeblich spukt. Ich erledige diese Tour nur ungern, aber Kathi ist ein verlässlicher Hehler und mir passt nicht, dass die Hamariten ihn entführt haben. Außerdem schuldet er mir noch Geld für den Bruch bei Beffort.